Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns die letzten Neuzugänge aus 2023 an. Es sind 13 Bücher bei mir eingezogen. Ja, eine ganze Menge und tatsächlich auch mehr haptisch als digital, wie es ja doch das jahresüber öfter mal der Fall gewesen ist. Bevor wir aber mit den Büchern starten, die bei mir eingezogen sind, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Denn am kommenden Donnerstag, am 18. Januar, findet abends voraussichtlich gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr ein Hangout statt. Und ich habe die liebe und wirklich total begabte Adriana Popescu bei mir auf dem Kanal zu Besuch. Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben vor Jahren schon mal einen sehr langen Hangout zusammen auf meinem Kanal verbracht, haben viel gequatscht und auch diesmal planen wir so ein bisschen über 2023 zu sprechen, auch über die Bücher 2024, sowohl ihre eigenen Bücher als auch auf die sie sich freut und ich mich freue und alles, was da im neuen Jahr dann auch kommen wird. Und da sind wir natürlich happy, wenn ihr mit dabei seid. Also schaut gerne am Donnerstagabend bei mir auf dem Kanal vorbei. Es gibt dazu auf jeden Fall noch Infos auf Instagram, findet ihr unten in der Infobox und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Und ja, zusammen mit Weasley sprechen wir mal kurz über die 13 Bücher, die ich euch alle unten auch in die Infobox verlinke. Es sind 9 haptische Bücher bei mir eingezogen und je 2 E-Books und 2 Hörbücher. Ja, haptisch so ein bisschen aus dem Grund, weil ich habe 2 Bücher von einer Freundin geschenkt bekommen. Ich habe 2 Bücher über Tauschticket ergattert und tatsächlich auch 4 Bücher aus dem asiatisch-afrikanischen Tauschpaket von der lieben Fabienne übernommen. Das Video ist ja auch bereits online gegangen und so erklärt sich ein bisschen, warum tatsächlich diesen Monat die Haptik so gestiegen hat. Und ich glaube, mein Hund ist gerade kuschelbedürftig. Der Kopf ist doch ein bisschen schwerer, als man so annehmen könnte, aber ja, ich verlinke euch die Bücher unten in der Infobox, schaut da gerne mit vorbei und da kennzeichne ich natürlich dann auch, welches Buch ein Rezensionsexemplar war oder ist. Und ja, ich denke, mit den Büchern starten wir jetzt gleich mal, wenn wir hier uns ein bisschen ausgekuschelt haben. Es hat begonnen mit einem Hörbuch und zwar einem weihnachtlichen Lakritz in Lappland von Susanne Finken. Das ist im Audible-Abo inklusiv gewesen. Das heißt, man musste dafür kein Guthaben aufbringen. Es war ein relativ kurzes Hörspiel, was unter anderem auch von Christoph Maria Herbst mitgesprochen wurde. Und wir haben hier eine ganz niedliche Kindergeschichte, die uns halt Weihnachten näher bringt, zu den Gedanken, was passiert, wenn der eigene Vater, der Sohn des Weihnachtsmanns ist. Und ja, ich werde da im Büchermonat auf jeden Fall dazu berichten, denn das Hörbuch habe ich im Dezember auch gehört, einfach um so ein bisschen Weihnachtsstimmung auch auf den Ohren zu haben. Dann gab es ein Schnäppchen von einem Autor, den ich vor einigen Jahren entdeckt habe, ein bisschen aus den Augen verloren habe, und zwar von Erik Kellen. Und zwar ist der erste Teil der Akademie der 5 Heere bei mir eingezogen, und zwar Kings and Monsters, der Winterwolf. Und ich habe von Erik Kellen super gerne die Nimmerherz-Reihe gelesen und die Reihe, die er zusammen mit Mira Valentin geschrieben hat. Und irgendwie, ja, ist er mir abhanden gekommen. Aber ich habe mich daher sehr gefreut, als ich das Buch, ich glaube, auch bei Mira Valentin angezeigt bekommen habe, denn das E-Book hat zu dem Zeitpunkt nur 1,49 € gekostet und da habe ich einfach mal für den Auftakt der Reihe zugeschlagen. Ja, dieses Buch hat eine Achtung-Warnung, denn es kann Monsterliebe verursachen, was ich total süß fand. Die legendäre Zauberakademie der 5 Himmel hat erneut ihre Tore geöffnet, sei mit dabei. Eine neue Zeit bricht an. Finstere Bündnisse werden geschmiedet und im Verborgenen wirken Mächte, um die Magie der Melodien zu kontrollieren. Ohne voneinander zu wissen, werden 4 Auserwählte von einem rätselhaften Wesen geleitet, dem Winterwolf. Im hohen Norden muss sich eine Eisleserin ihrer Vergangenheit stellen. Ein Junge aus Melior wünscht sich nichts mehr, als ein berühmter Monsterforscher zu werden. Und dann sind wir in der Stadt Datora, denn dort versucht Olduvar neu anzufangen und hat dafür seinem Volk den Rücken gekehrt. Und dann gibt es auch noch eine begabte Musikerin, die die einzigartige Gelegenheit bekommt, ihr Leben in eine vollkommen neue Richtung zu lenken. Denn es existiert ein Ort, der sich gegen die kommende Dunkelheit stellen wird. Es ist die Akademie der 5 Himmel. Und ich liebe Fantasy und das klingt wirklich nach einer Geschichte, auch mit den Monstern und den 4 unterschiedlichen Charakteren, die ich spannend und packend
finden werde. Und ich hoffe, dass es mir gefällt, sodass ich dann wieder in eine wunderbare Reihe von Erik Kellen eintauchen kann. Als Rezensionsexemplar ist bei mir eingezogen She Who Became the Sun. Der Strahlen der Kaiser von Shelley Parker Chan ist der Auftakt einer Reihe. Ich habe zumindest schon gesehen, dass der zweite Teil im April erscheinen wird. Und hier hat mich definitiv das Cover angesprochen. Also dieses Gelb und Rot und leuchtend Orange, das fand ich so toll. Und ja, ich bin ein Sonnen- und Sommerkind, von daher war es gefühlt einfach mein Buchcover. Ja, wir haben hier eine Neuerzählung einer chinesischen Legende. Und es geht hier um einen armen Bauern, der einst in die Mongolenherrschaft stürzte und somit die Ming-Dynastie gründete. Und ein Dorf im staubigen Flachland, geplagt von Hungersnot, da sind wir auch unterwegs. Es gibt einen Seher, der offenbart zwei Kindern ihre Zukunft. Den Jungen erwartet ein bedeutendes Schicksal, das Mädchen dagegen nichts. Wir sind im Jahr 1345 und China steht unter der brutalen Herrschaft der Mongolen. Plünderer ziehen durch das Land und überfallen die armen Bauern. Auch ins Dorf der Kinder kommen sie und machen die beiden zu Waisen. Während Su Zhongba verzweifelt und aufgibt, fasst das Mädchen jedoch den Entschluss, sein Schicksal zu ändern. Sie nimmt die Identität ihres toten Bruders an, kann zu dem entkommen, was doch in den Sternen geschrieben steht, oder kann sie das bedeutende Schicksal ihres Bruders für sich selbst beanspruchen und letztlich so hoch aufsteigen, wie sie nur träumen kann. Eine epische Geschichte über Liebe, Verlust, Verrat und Triumph von einer eindringlichen neuen Erzählerstimme. Und ich bin sehr gespannt, hier in der chinesischen Mythologie, Legende unterwegs zu sein und dementsprechend da natürlich auch ein bisschen tiefer in diese Mythologie auch einzutauchen und das eben hoffentlich spannend und gut neu erzählt, ja, in dieser Bücherform, Bücherreihe. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einen dritten Teil geben wird, ob der zweite schon der Abschlussband ist, da lasse ich mich auf jeden Fall überraschen. Dann habe ich bei Tauschticket nach einem Buch gesucht und habe bei der gleichen Anbieterin noch ein zweites entdeckt und das fand ich richtig gut. Zum einen war ich auf der Suche nach Windjäger von Jim Butcher. Ich habe das irgendwo auf BookTube gesehen. Ich weiß leider nicht mehr wo. Ich habe es mir leider nicht vermerkt und habe es dann direkt bei Tauschticket ertauscht. Und es geht hier um Kämpfe, Intrigen und Abenteuer in einer unvergesslichen Welt. Es gibt einen Nebel, der die Welt überzogen hat und es leben die Menschen in festungsartigen Städten auf den Gipfeln der Berge. Doch es ist eben tödlich, den Nebel zu betreten. Dennoch fallen Truppen der Gipfelfestung in das Gebiet von Albion ein und ein Krieg kann nicht mehr abgewendet werden. Doch der Gipfelfürst ruft seine Verbündeten zusammen und bereitet sein Volk auf den Kampf vor. Die Flotte ist stark, die Männer und Frauen sind gut ausgebildet, doch seine größte Hoffnung setzt der Gipfelfürst auf die geheime Mission von Kapitän Grimm und dessen Luftschiff Jäger. Und ich weiß, dass mir die Rezension so in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, ich habe die auch schon im November gesehen und ich einfach dachte, das klingt so toll und auch mal wieder nach Fantasy, wie ich es liebe. Und ja, es ist ein dickerer Schinken sozusagen, als ich erwartet hätte mit 760 Seiten. Ist, glaube ich, auch kein so ganz neues Buch, 2016 erschienen, ist aber, glaube ich, auch, glaube ich, tatsächlich ein Einzelband. Hier wird zwar von einer anderen Reihe gesprochen, aber ich glaube, Windjäger war ein Einzelband, wenn mich das nicht täuscht. Aber ja, freue ich mich, das bei Tauschticket erstanden zu haben. Und dann bin ich ja so ein bisschen immer wieder mal im Drachenfieber und ich habe bei der, der Anbieterin noch ein zweites Buch entdeckt und zwar Wings of Fire von Tui T. Sutherland, die Prophezeiung des Drachen. Und das hat mich vom Cover so angesprochen. Und dann habe ich natürlich geguckt, um was geht es in dem Buch und habe es dann in einem Doppeltausch sozusagen auch bekommen. Versteckt in einer Höhle, tief im Wolkengebirge, wachsen fünf junge Drachen heran. Eine uralte Prophezeiung besagt, dass sie dem Drachenreich den ersehnten Frieden bringen und die verfeindeten Stämme vereinen werden. Doch bevor die Drachlinge sich ihrem Schicksal stellen können, werden sie von der niederträchtigen Königin Scarlet entdeckt und in ihrem Palast verschleppt. Nun muss Clay, der schüchterne Erddrache, seinen ganzen Mut zusammennehmen, um sich und seine Freunde zu befreien. Denn in der Arena der Königin wartet ein scheinbar unbesiegbarer Gegner auf ihn. Ja, ist natürlich ein bisschen jugendlicher, ist auch im Carlsen Verlag erschienen, ist aus 2015 und ich bin trotzdem sehr gespannt. Also hier sind auch wunderbar
die Drachen bemalt und beschrieben. Und ich glaube, dass das tatsächlich ganz schön ist, so ein bisschen in diesen jugendlichen Stil einzutauchen und ja, da wieder Drachen zu entdecken. Vielleicht in nicht ganz so brutaler Art und Weise, aber es hat mich angesprochen und durfte dann eben auch mit. Und das kann ich vielleicht auch als Tipp geben, wenn ihr bei Tauschticket unterwegs seid und bei jemandem etwas entdeckt, scheut euch nicht, die Leute einfach mal anzuschreiben, ob man vielleicht irgendwie ja die Tickets zusammenfassen kann, so dass man vielleicht auch nur einmal die Tauschgebühren bezahlt, der andere hat nur einmal das Porto. Da ergibt sich meistens eine Win-Win-Situation, also seid da nicht schüchtern. Ja, das nächste ist ein Hörbuch, was ich ebenfalls schon gehört habe und was auch ein kleines Highlight wurde. Herr Boning geht baden von Wiegald Boning habe ich gehört und habe ich auch als Hörbuchrezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Und da werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr berichten, wenn es dann in den Büchermonat geht. Ja, Wiegald Boning nimmt sich vor, ein ganzes Jahr lang zu schwimmen. Jeden Tag aufs Neue überwindet er mehr oder weniger seinen inneren Schweinehund. Und das macht er mit sehr viel Charme, Motivationsimpulsen und auf seiner sehr lockeren Art. Und ja, das Hörbuch ist nicht umsonst ein Highlight geworden. Davon werde ich auf jeden Fall dann noch berichten. Dann ist das Tauschpaket von Fabienne, was sie begonnen hat, bei mir angekommen, wo es um afrikanische und asiatische Bücher geht. Das Video ist bereits online. Ich packe es euch auch mal unten in die Infobox, wo ich so ein bisschen gezeigt habe, was ist alles im Paket drin, bei welchen Büchern habe ich ein bisschen geschwankt, welche 4 Bücher sind es dann geworden. Deswegen werde ich jetzt auch nur sehr kurz auf die Bücher eingehen, wenn euch die Bücher näher interessieren. Natürlich unten mal auf den Link zum Unpacking, aber natürlich gegebenenfalls auch einfach mal sich bei den Büchern umschauen. Das Paket hat sich dann auch schon vor Weihnachten wieder auf den Weg gemacht und ich bin sehr gespannt, welche Bücher am Ende dann bei Fabienne auch ja, im Grunde wieder ankommen. Zum einen ist eingezogen von Mona Amiziane auf Basidis Dach über Herkunft, Marokko und die halbe Familie. Ja, wir reisen mal nach Marokko. Es ist eine Lebensgeschichte. Freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf. Dann von Haruki Murakami nur eine Liebesgeschichte, nämlich Naokos Lächeln. Und ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, von Murakami schon mal eine Liebesgeschichte gelesen zu haben. Umso mehr und umso gespannter bin ich auf dieses Buch. Und Murakami habe ich ja schon einiges gelesen. Dann ein Buch, wo ich wirklich sehr lange hin und her gerissen war, und zwar von Afa Fameri, Im düstern Wald werden unsere Leiber hängen. Ein sehr ernstes Thema, denn wir sind im Iran und wir wissen von Shida Poroyai, die 20 Jahre jung ist, dass sie im Todestrakt sitzt. Und sie erzählt hier eben auch von ihrer Kindheit, dem Aufwachsen in der Islamischen Republik und ja, was sie dann am Ende da auch hingebracht hat. Ich hoffe, es ist nicht zu düster, aber es ist so eine Lebensgeschichte, die durchaus sehr spannend sein kann, wie eben auch einfach die Menschen in ihrem eigenen Land vielleicht manche Dinge anders wahrnehmen, als wir es nur über die Medien erzählt bekommen. Dementsprechend finde ich das wichtig und auf jeden Fall auch spannend. Und dann durfte auch etwas Lockeres bleiben, nämlich Tokyo Ever After, Prinzessin auf Probe von Emiko Jean. Und das war, glaube ich, aus Japan, richtig. Ja, plötzlich ist sie eben in Japan Prinzessin und es geht um Essen, Paläste, Liebesgeständnisse zum Dahinschmelzen, royales Drama, Millionen von Kirschblüten. Und es geht eben hier drum um ein Mädchen, was ja im Grunde zur Prinzessin wird, was sie dann erfährt, wie ob der Traum dann nicht vielleicht zum Albtraum wird. Ist ja, fand ich locker, leicht. Hoffe ich, dass ich da einfach so ein bisschen auch dieses Japanische mitnehmen kann. Ich sehe hier drin auch immer so ein bisschen Chatverläufe, da bin ich sehr neugierig und ja, bin gespannt, wie so plötzlich Prinzessin auf Japanisch funktioniert. Dann ging es weiter mit ja, einem kleinen Wichtel-Tauschpaket und am 2. Advent war enthalten Weihnachtsgeschichten von Selma Lagerlöf. Leider noch nicht gelesen, ich hatte es noch versucht in den Dezember unterzubringen, werde ich jetzt einfach in 2024 mir auf meinen Weihnachtssub mitnehmen. Und wobei, ich muss sagen, mein Büchermonat war wirklich sehr weihnachtlich und winterlich, kann ich mich gar nicht beschweren. Aber dadurch, dass ich dann einfach vor Weihnachten krank wurde, ja, und dann nach Weihnachten noch ein, zwei Bücher hatte, wo ich dachte, die möchte ich einfach noch ein bisschen bevorzugter lesen. Aber dieses Buch wird einen Platz in meinem Regal finden. Wir haben hier Weihnachtsgeschichten mit Schneegarantie, denn wir sind hier in Schweden unterwegs. Und ja, sie nimmt uns wirkungsvoll aus der Hektik, aus der besinnlichen Zeit. Man begegnet
bärtigen Männern roter Mütze, sondern, nein, man begegnet keinen bärtigen Männern mit roter Mütze, sondern Trollen, Schafen oder auch der Räubermutter und einem Traumpfannkuchen. Ja, ich bin sehr gespannt und freue mich da dann im Grunde schon auf die nächste Weihnachtszeit. Und dann habe ich von einer Freundin zwei Bücher geschenkt bekommen. Sie hat aussortiert, hat mir ein Foto geschickt, ich glaube von rund 25 Büchern. Und zwei davon sind dann jetzt kurz vor Weihnachten auch bei mir angekommen und eingezogen. Zum einen von Julie Kagawa, Im Schatten des Fuchses, ein wunderschönes Cover. Ist auch eine Fantasy-Reihe. Und ich habe von Julie Kagawa damals die Talon-Reihe mit dem Drachen gelesen und habe den Schreibstil in sehr, sehr schöner Erinnerung. Und hier haben wir ein Fuchsmädchen und den Samurai. Sie hält das Schicksal Iwa Gotas in ihren Händen, die Gestaltwandlerin Yumiko. Nur sie kann verhindern, dass sich eine dunkle Prophezeiung erfüllt, die das gesamte Kaiserreich in die Finsternis stürzt. Dazu muss sie eine geheime Schriftrolle in einen entlegenen Tempel bringen und sie ist dann unterwegs und trifft dort den Samurai Tatsumi, der sich ihr auch anschließt. Und erstmals ist sie recht glücklich darüber, doch die Reise ist lang und gefährlich und sie muss dem Samurai verschweigen, was sie genau vorhat. Er ist genau auf der Suche danach und auch er hütet ein Geheimnis, das sie beide umbringen könnte, vor allem wenn sie sich ineinander verlieben. Und wir gehen natürlich davon aus, dass es hier eine kleine Liebesgeschichte gibt. Meine Freundin hat definitiv gesagt, Steffi, ich hatte schon gedacht, dass das ein Buch für dich ist. Und ich war total irritiert, dass ich gefühlt von diesem Buch noch nie was gesehen oder gehört habe. Vor allem, weil ja Julie Kagawa tatsächlich relativ bekannt ist, auch für ihre plötzlich Fee-Reihe, glaube ich, im Deutschen. Aber irgendwie ist das manchmal so, dass manche Autoren einem irgendwie so durch die Finger gleiten, wo man eigentlich denkt, müsste ich eigentlich ein bisschen vor Augen haben. Ich weiß gar nicht, genau, plötzlich Fee, plötzlich Prinz und selbst wohnt sie jetzt in Kentucky. Finde ich tatsächlich auch sehr cool. Und dann geht es weiter. Der zweite Teil ist dann Im Schatten des Schwertes. Und ich weiß gar nicht, ob es dann noch einen dritten Teil gibt, aber wir freuen uns erstmal auf den ersten Teil. Und das zweite Buch ist dann von Kazuo Ishiguro, Bei Anbruch der Nacht. Ich habe von Ishiguro, ich glaube, schon zwei oder drei Bücher gelesen. Und es soll humorvoll, leichthändig und ungewöhnlich musikalisch sein. Und das war auch das, was mich dann so angesprochen hatte. 5 Erzählungen darüber, wie Musik imstande ist, Menschen zusammenzubringen, die sich sonst nie begegnet wären. Den berühmten Crooner und den Kaffeehausgitarristen, die Karrierefrau und den Tagedieb, das abgeklärte Unterhaltungsduo und den selbstverliebten Singer-Songwriter. Den erfolglosen Saxophonisten und die alternde Diva und dann noch die amerikanische Cellistin und den ungarischen Nachwuchsmusiker. Ja, meine Freundin hat gesagt, dass sie das tatsächlich auch ganz gut fand. Habe sie natürlich auch gefragt bei den 5 Geschichten. Und sie hat gesagt, sie könnte sich vorstellen, da ich Musik auch sehr gerne habe, dass das auch was für mich ist. Also man muss, glaube ich, schon den Stil von Ishiguro mögen. Aber ich lasse mich da einfach mal überraschen und am Ende sind es 5 Geschichten. Und wenn einem da 2 gefallen und 3 okay sind, war es auf jeden Fall auch eine Entdeckung wert. Ja, das waren die letzten Bücher, die auf dem Sub gelandet sind und dann ist noch ein Rezensionsexemplar bei mir angekommen, was ich aber bereits im November gehört hatte und ich sehr happy war, als ich das Buch angefragt habe, dass es mir auch in haptischer Form als Highlightbuch fürs Regal sozusagen zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar 19.521 Schritte von Guido Maria Kretschmer vom Glück der unerwarteten Begegnung und über das Buch habe ich im November Büchermonat schon gesprochen, den packe ich euch auch mal unten in die Infobox und ich habe auch im Advents-Highlights-Video zum 4. Advent darüber gesprochen und auch im Hörgenuss-Jahresrückblick. Also es ist schon einige Male besprochen worden, weil ich die Art von Guido Maria Kretschmer, wie er Berlin sieht, die Menschen sieht, sein Leben sieht, wie dankbar, wertschätzend er ist, einfach toll fand und auch wie er das Buch vertont hat. Und ich möchte das Buch auf jeden Fall im neuen Jahr auch in die Hand nehmen und mir einige schöne Stellen, die mir einfach im Hörbuch so gut gefallen haben, auch ein bisschen markieren. Man sieht hier im Buch eben auch seinen Weg durch Berlin, was ich richtig, richtig toll finde.
Und ja, ich hatte wirklich großen Spaß mit dem Hörbuch und freue mich umso mehr, dass ich es jetzt auch als haptisches Buch im Regal stehen habe. Ja, das waren sie jetzt, die 13 plus ein neues Buch. Vielleicht ist ja bei euch auch eins der Bücher, gerade vielleicht der neueren Bücher, eingezogen. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht kennt ihr eins der Bücher, die schon ein bisschen älter sind und wollt davon jetzt auch schwärmen, damit ich ganz schnell dazu greife. Dann lasst uns gerne in den Kommentaren austauschen. Alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da also auch gerne mal vorbei und natürlich auch vielleicht zu den Videos, die ich hier erwähnt habe, solltet ihr sie noch nicht gesehen haben. Und ja, 13 Bücher im Dezember. Nehme mir für Januar vor, einstellig zu bleiben. Mal sehen, wie das so klappt. Gerade weil ich ja auch Geburtstag habe im Januar und da vielleicht das ein oder andere Buch oder der ein oder andere Gutschein sich zu mir verläuft. Aber ich möchte eigentlich immer so ein bisschen unter 10 bleiben. Vor allem habe ich mich mit den Neuerscheinungen für den März schon mal beschäftigt und oh mein Gott, da kommt ganz, ganz viel auf euch zu. Vielleicht mache ich dazu ja auch mal ein Video. Gerade wenn so Monate dabei sind, die wirklich ganz, ganz tolle, spannende Neuerscheinungen haben. Aber ja, ich danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.